Heute Morgen hatte ich Lust auf meinen kalorienfreundlichen Kaiserschmarrn, also habe ich mir den einfach schnell gemacht. Wir brauchen ein Ei, welches wir trennen. Das Eiweiß schlagen wir steif. Ich nehme dafür den Handmixer. Ihr könnt natürlich das auch mal mit der Hand versuchen. Das Eigelb mischen wir mit 50 Gramm Mehl, 100 Gramm Joghurt, ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanille und ein bisschen Backpulver. Das vermischen wir dann auch alles schnell und heben dann in zwei Partien den steifen Eischnee darunter. Bitte mit ganz, ganz viel Liebe, damit ihr die eingeschlagene Luft nicht wieder rausschlagt. Und dann kommt die Masse auch schon in die vorgeheizte Pfanne. Ich habe die einmal ganz heiß gemacht und habe dann die Hitze reduziert auf eine relativ niedrige Stufe, damit mir eben der Kaiserschmarrn nicht anbrennt. Der wird dann einmal geflippt und dann eben so schön auseinandergezupft, wie das beim Kaiserschmarrn ja ganz typisch ist. Dann habe ich das nochmal mit ein bisschen Erythrit ankaramellisiert. Und als Toppings habe ich mich heute dafür entschieden, 60 Gramm von dem High-Protein-Vanille-Eis von der Rewe Eigenmarke dazu zu nehmen. Und außerdem noch 75 Gramm High-Protein-Pudding-Vanille. Den habe ich in der Mikrowelle etwas geschmolzen, damit der zur Soße wird. Noch etwas Puderzucker drüber und das habe ich mir dann schmecken lassen.